Sie stirbt. Dass sie dort ist, ist Blasphemie. Sie muss zu ihrer Mutter. Es tut mir leid. Ja! Kehr dein Gesicht zur Seite. Nein! Rust! Ich brauche den Fokus. Nein. Rust hat mich gerettet. Er muss mich gefunden haben, bevor der Blutverlust zu groß war. Aber warum ist niemand hier? Wo bin ich? Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Spiel Horizon Zero Dawn. Ja, in der letzten Folge sind wir quasi verschleppt worden im wahrsten Sinne des Wortes, aber auf eine gute Art und Weise und befinden uns seitdem hier in dieser Höhle und wir hatten ja gesagt, sind das hier Spinnenweben? Ja, das ist glaube ich nur irgendwie ein Grafikfehler oder so. Wir hatten ja gesagt, dass wir die Höhle dann in dieser Folge erkunden werden. Da hinten leuchtet etwas, da geht es weiter. Ich würde sagen, wir gehen erstmal zu diesem roten Ding hier. Meine Sachen, gut. Und wo ist mein Fokus? Oh, hier, okay. Bin ich etwa im Heiligen Berg? Aber nur Stammmütter dürfen ihn betreten. Das Bogen nirgends. Und diesen kaputten Fokus, den ich diesem Mörder abgenommen habe. Wo ist das alles? Können wir irgendwas machen? Ich muss weiter suchen. Mann. Was ist das? Okay, also scheinbar so eine Art Altarraum. Denke ich mal. Hier ist nichts. Okay. So langsam, glaube ich, wir hätten doch in die andere Richtung gehen sollen. Da, wo es hinten offen war. Ich empfange eine Art Signal. Das sieht hier wie... Das muss der kaputte Fokus sein, den ich dem Mörder abgenommen habe. Er ist in der Nähe. Okay. Da, mit meinen anderen Sachen. Nee. Ach, da.
Was kannst du mir zeigen? Alle Kommandanten, Ausgrabungen stoppen und sofort zum Missionspunkt. Vermeidet Kontakt zu den Nora-Wilden. Doch wenn man euch sieht, tötet die Zeugen. Bild der Zielperson im Anhang. Versagt nicht. Bild der Zielperson. Wer sagt, dass ich genauso bin? Sie sahen mich durch Olens Fokus. Wie ist das möglich? Dann Beeilung. Ich komme jetzt. Warte auf Identiscan. Ihr dürft nicht länger auf Ted hören. Hört endlich auf mich. Wo kommt das her? Von wann? Okay. Bist du meine Mutter? Und ich soll sterben, weil ich aussehe wie du. Aloy, du bist wach? Du hast mich hergebracht. Schnell, du musst mir folgen. Wohin? Zu dem Ort, an dem du geboren wurdest. Heißt das, ich wurde hier geboren? Im Berg? Es ist besser, es zu zeigen. Jetzt macht sie mich aber hier neugierig. Ich wollte aber auch noch überall nachgucken. Warum sind wir hier? Du warst dem Tod nah. Und bei seiner Mutter zu sterben ist heilig. Lansra wollte es nicht, aber Jessa stimmt mir zu. Ist meine Mutter hier? Werde ich sie sehen? Es ist kompliziert. Bitte komm einfach mit. Ich bin doch schon da. Ähnelt meine Mutter mir. Bis auf die Haare. Das sollte unmöglich sein. Deine Mutter ist keine Frau, Aloy. Der Berg ist deine Mutter. Ich... Was? Was meinst du denn damit? Komm. Was ist das hier? Die große Kammer, in der die Urmutter den Metallteufel vernichtete und dich gebar. Aloy, das Erprobungsmassaker war erst der furchtbare Anfang. Unser Kriegstrupp, der hinter den Mördern her war, wurde überfallen und abgeschlachtet. Was hat das mit meinem Geburtsort zu tun? Nun, ich hoffe alles. Und hier haben wir dich gefunden. Du hast geschrien. Wir sahen nach und da warst du. Ich lag da einfach? Ja. Meinst, ich kann durch diese Tür? Daran habe ich immer fest geglaubt, dass du dem Leib des Bergs entsprungen bist. Es war ein Geschenk der Urmutter selbst. Doch andere, wie Lansra, sahen dahinter vielmehr eine dunkle Macht. Kein Geschenk, einen Fluch. Aber... Das ist keine Göttin. Aloy! Das ist eine Tür. Mit Leuten dahinter. Meine Mutter? Oh. Oh. Identiscan wird durchgeführt. Die Göttin spricht. Das ist wie die Frau, die ich sah. Hey,
Fehler. Alpha Registry beschädigt. Identität nicht bestätigt. Zutritt verweigert. Nein. Aloy, die Urmutter sprach mit dir, als ob sie dich kennt. Hast du nicht zugehört? Sie hat mich nicht erkannt. Wegen der Verderbnis. Das waren ihre Worte. Also, wenn du die Verderbnis heilst, wird sie dich erkennen. Und wie sollte das gehen? Du hattest Visionen? Von einer Frau mit kurzem Haar? Ja, die Mörder wollten mich, weil ich wie sie aussehe. Aber sie sind unüberwindlich. Haben wir denn keine andere Spur? Olin. Er war einer der Fremden. Am Tag vor der Erprobung. Die Mörder sahen mich durch ihn. Er lebte im Meridian. Dann musst du das Heilige Land verlassen. Ich war immer eine Ausgestoßene. Warum nicht auch Verbannte? Psst. Es geht auch anders. Komm, dann machen wir es so. Ja, und wohin jetzt? Du sagtest, der Stamm könnte ausgerottet werden. Wie kommt das? Nach dem Massaker bei der Erprobung schickten wir einen großen Kriegstrupp nach den Mördern aus. Mehr als die Hälfte starben. Oh. Wie wurde der Kriegstrupp besiegt? Die Mörder kämpfen nicht allein. Auf irgendeine Art beherrschen sie die Maschinen, verderben sie, machen sie verrückt. Die Mörder sind geflohen? Ja. Und jetzt fällt meinen Mitstammmüttern nur noch ein, die Hymne der Buße zu singen und die Urmutter um Gnade zu bitten. Als ob sie nicht will, dass wir uns selbst helfen. Und was ist dein Plan? Dies hier ist mein Plan. Dir deinen Geburtsort zu zeigen, damit du deinem muttergegebenen Schicksal folgen kannst. Und was ist jetzt der Plan? Die anderen Stammmütter warten auf uns. Lass mich reden. Ist es getan? Ja. Sie weiß es. Schwestern, die Göttin hat zu Aloy gesprochen. Sie soll die Verderbnis heilen. Ha! Und wie soll sie es machen? Sie muss dazu unser heiliges Land verlassen. Als Sucherin? Wenn die Göttin es so will, muss es sein. Ihr nennt dieses Ding eine Sucherin? Schwester! Ich bitte dich, Lansra, sei vernünftig. Das wird eure Sünde, nicht meine. Schickt sie suchen, auf dass wir sie nie wiedersehen. Aloy, bei der heiligen Gnade der Göttin weihen wir dich hiermit zur Sucherin des Nora-Stammes. Nichts steht deiner heiligen Aufgabe jetzt im Weg. Möge die Urmutter dich schützen und stützen. Bleib dir treu. Ich bereite die Hymne vor. Wir alle hoffen auf dich. Tirsa, was ist ein Sucher? Du. Und hier ist dein Zeichen. In Zeiten der Not können die Erzmütter einen Sucher weihen. Einen würdigen Krieger, der große Ziele erreichen soll. Wo auch immer diese Ziele ihn hinführen. Auch außerhalb des Heiligen Landes? Ja.
und mit dem Recht, nachher wieder zurückzukehren. Oder wenn es notwendig wird. Okay. Ich kann also überall hin. Ohne Einschränkung. Sogar an verbotene Orte, wie die verdorbenen Lande fern der Urmutter. Oder die Ruinen der Metallwelt. Gut. Warum nennt ihr die Lande jenseits des Noralands verdorben? Muss man das fragen? Unser Land ist heilig. Wir leben im Blick der einen Göttin, der Urmutter, der Quelle allen Lebens. Jenseits ihres Blicks liegt ein weites verlorenes Land, spirituell unrein. Deshalb ist es uns verboten, dorthin zu gehen. Aber der Suchersegen wird dich schützen. Gab es schon andere Sucher? Es gab sie, aber wenige. Und die meisten von ihnen kehrten niemals zurück. War Rost ein Sucher? Nein, ein Sucher nicht. Was hältst du von mir geheim? Jetzt ist nicht die Zeit, Aloy. Vielleicht ein andermal. Was ist mit Rosts Leiche passiert? Es war leider nur sehr wenig von ihm übrig. Aber was da war, begruben wir dort, wo er dich großzog. Mit Blumen auf dem Grab. Danke. Warum sind die Ruinen der Metallwelt verboten? Das sind schlechte Orte, Aloy. Dunkel und böse, wie die Kinder des Metalls, die sie bauten. Als sie die Urmutter umbringen wollten, löschte ihr Zorn ihre Städte aus, aber nicht ihre Sünden. Ihre uralte Bosheit haust in den Ruinen, um jeden zu verführen, der so dumm ist, hineinzugehen. Aber ich war in einer Ruine. Es sah fast wie im Innern der Urmutter aus. Das kann gar nicht sein. Es ist so. Dann ist das etwas, was ich nicht begreife. Du wirst die Wahrheit wohl herausfinden. So viele mussten leiden. Kann ich etwas tun, um zu helfen? Am wichtigsten ist, dass du den Zweck erfüllst, den die Urmutter für dich vorgesehen hat. Du weißt doch auch nicht, was das bedeuten soll. Dann finde es heraus. Wenn du jedoch erkennen solltest, dass es Teil des Zwecks ist, dem Stamm zu helfen, dann tu das bitte. Zweifellos sind überall im ganzen Becken Leute in Not. Im Becken? Du sagtest, ein Nora-Kriegstrupp hat die Mörder verfolgt. Ja. Aber er wurde hinterrücks überfallen. Wenige konnten entkommen. Und zumeist schwer verwundet. Weißt du, wo die Mörder sind? Nein. Aber frag doch Varl, einen Krieger, der die Tore des Beckens bewacht. Er hat den Hinterhalt überlebt. Er weiß sicher mehr. Ich sollte jetzt gehen. Zuerst musst du zu den Toren des Beckens gehen. Sprich mit Varl. Er zeigt dir den Weg nach Meridian. Wenn irgendein Nora dich aufhalten will, dann zeige, dass du eine Sucherin bist. Werde ich. Danke, Tirsa, für deine Hilfe. Die Urmutter segne und beschütze dich. Nora-Gläubige, wir wollen beginnen. Also. Reinigt euer Herz. Bitten wir um Vergebung für die Sünden, die uns ins Elend gestürzt haben. Wenn die Stammmütter ihre Stimmen erheben, werden man wir merkt richtig, einstimmen. Wie der Boden weicher wird. Ja. Die Ausgestoßene. Sie hat also überlebt. Ja, und ich bin sogar eine Sucherin geworden. Ha! Und ich bin keine Ausgestoßene. Sie hat viele gerettet. Sie ist ein Glück für wir den Stamm. Wir haben unsere Lektion gelernt. Bitte vergib uns. Höre unsere Hymne. Sollte ich nicht eigentlich zur Hymne dabei sein? Aber egal, wir gehen jetzt erstmal. Ach, da haben wir noch was. Halt! Bleib stehen. Da pflücken wir das Blümchen am Wegesrand doch mal eben, bevor wir weitergehen. Oh, das ist auch schön. Können wir wieder neue Pfeile machen. Wobei ich befürchte, dass die Pfeile uns schon sehr schnell nichts mehr bringen werden. Und diese explodierenden Pfeile, glaube ich, brauchen wir mal nicht kein Holz für. Wo sind wir denn hin? Ach, zu dem Tor, ne? Herausfinden, wer unser Volk abgeschlachtet hat. Wir
müssen auf ihre Weisheit vertrauen. Was nehmen wir noch mit? Was ist denn da oben? Ach, wir müssen hier noch ein paar Kisten eben klauen, bevor wir rausgehen können. Da sind bestimmt wichtige Sachen drin. Was ist das denn hier? Ach so, das sind die... Ja, okay. Das hält sich. Ja, das wollen wir noch hoffen. Brauchen wir ja noch. Scheint nicht mehr, als uns lieb ist. So. Wenn hier schon so viel ist, dann gehe ich nämlich davon aus, dass wir auch viel Heilung und wahrscheinlich auch viel Pfeile brauchen. Wenn wir uns aufmachen und rausgehen. Also sammeln wir das natürlich alles auf. Die Vorratskisten sind besonders gut, weil auch immer diese Metallscherben drin sind. Die kriegen wir ja leider nicht so viel. Aloy! Aloy! Ja, Moment. Du bist am Leben. Achso, das konnte ich nicht mehr nehmen. Ah, okay. Ja, ich bin am Leben. Ich weiß aber gerade nicht, wo du stehst. Moment, ich muss mal eben noch eine Kiste öffnen. Leute, sie wollten ihn stoppen, aber der Dämon war zu schnell, zu mächtig. Ach, das ist ein Pflanzen. Ja. Okay. Sah jetzt gerade so aus, ob es jetzt irgendwas Besonderes war. Ich habe jetzt so viel, was ich hier... Ja, ich bin es. Stell dir vor. Geh mal aus dem Weg hier. Ich klaue dir mal kurz deine Vorratskiste. Ich bin eine Sucherin. Ich habe ein großes Ziel vor mir. Und ich brauche ganz viel, was ich dann mitnehmen kann. So. So. Ich bin so froh, dass es dir gut geht. Ach, du bist das. Hi. Ich hörte davon. Aber ich war nicht sicher, bis ich dich gerade sah. Schön, dass es dir gut geht. Was genau hast du über mich gehört? Dass du verletzt bist. Und beinahe tot. Und dann bestand Erzmutter Tirsa darauf, dass du im Innern der Urmutter heilen sollst. Das war ein Trubel. Nur Stammmütter dürfen den Berg betreten. Doch... Du hast es verdient. Die Überlebenden haben jedem erzählt, wie du für sie gekämpft hast. Ich habe nicht allein gekämpft. Nein. Sie haben auch Bast und Bala erwähnt. Und Rost, der Mann, der mich aufzog. Er kämpfte für mich. Und starb dabei. Von ihm haben sie nichts erzählt. Aber ich weiß noch. Er war da. Als du mich gerettet hast. Ich weiß noch, er stellte sich vor dich, als mein Vater zu schreien anfing. Wenn er dich durch seinen Tod gerettet hat, Aloy, hatte er sicher nicht bereut. Nee, er konnte auch nichts mehr bereuen. Aber er hätte es auch nicht getan. Macht mir das Tor auf. Weißt du eigentlich, wie gefährlich es da draußen ist? Ich muss hier jetzt durch. Dann musst du Resch fragen, oben auf dem Wall. Er ist jetzt Kriegsherr. Ich weiß nicht, ob er dir hilft. Warum sollte Resch nicht helfen? Naja, er sagt gemeine Sachen über dich. Bin ein mutterloser Fluch, Ausgestoßene. So in der Art. Ja. Ich wünschte, er wäre nicht Kriegsherr, aber Sona verschwand nach dem Angriff. Sie sagen, sie verfolgte die Mörder ganz allein, ohne Hilfe. Wer ist Sona? Sona war die Kriegsherrin. Sie wird aber seit dem Angriff auf den Kriegstrupp vermisst. Du kennst sie bestimmt aus Mutterherz. Eine große Frau, dunkle Haut und lange weiße Haare. Ihre Tochter war bei der Erprobung, aber sie starb. War Vala ihre Tochter? Ja, war sie. Ich mochte sie. Ich auch. Welche Gefahren drohen im Becken? Sind die Mörder noch dort? Nein. Die sind längst weg. Der Kriegstrupp verfolgte sie. Und wurde abgeschlachtet. Sie haben böse Macht über die Maschinen. Sie verderben sie und lassen sie dann an ihrer Seite kämpfen. Und diese Kampfmaschinen, sie sind im Becken? Ein paar sind durchgebrochen. Und wie ich hörte, ist es außerhalb noch viel schlimmer. Glaub mir bitte, das ist keine Zeit zum Verreisen. Naja, wir wollen ja auch nicht verreisen. Wir wollen mal wieder die Welt retten. Oder in dem Fall den Stamm. Was machst du hier mit Bogen und Speer, Tab? Du bist näher, kein Krieger. Viele Krieger sind tot.
oder verwundet, Aloy. Jemand muss Mutters Wacht schützen, also helfe ich hier aus. Ich komme zurecht, solange ich die Pfade der Krieger meide. Stimmt's? Ich habe irgendwie kein gutes Gefühl dabei. Ich muss jetzt gehen, Tab. Mach's gut, Aloy. Ja, und ich würde sagen, mit diesen Worten werden wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und wir werden uns das große Becken dann in der nächsten Folge ansehen. Bis dann. Ciao.